Das ist so ein PC von eBay, da bietet man drauf 10, 20, vielleicht 30 € und nach ein paar Tagen hat man den Zuschlag, obwohl man die Auktion gar nicht weiter verfolgt hat, fast schon wieder vergessen hat und dann kam der PC an. Da habe ich den erstmal in die Ecke gestellt und sieh da, nach einem halben Jahr habe ich die Kiste jetzt hier mal in die Hand gekriegt und da gucke ich mal, was hier eigentlich drin ist, was ich da ersteigert habe. Ich habe da schon mal reingelugt, habe das mal aufgeschnitten, als ich es gekriegt habe und habe es dann aber weggestellt für das nächste Mal für ein anderes Video. Und hier kann man schon mal reinschauen und da sieht man, da ist ein PC natürlich drin, aber irgendwie fehlt da das Seitenteil. Da muss ich wirklich mal nachschauen. Ich glaube, ich hatte so ein PC gekauft ohne Seitenteil. Aber gut, vielleicht hat es der Verkäufer oder die Verkäuferin auch einfach nicht beigelegt. Wirklich gut verpackt hier der Karton mit dem PC da drin und dafür, dass der PC jetzt nicht mehr ganz so tippitopp ist, hat der Versender oder die Versenderin sich hier wirklich Mühe gegeben. Mal ganz vorsichtig hier aufschneiden. So, das Ganze deutlich besser verpackt als andere Geräte. So, und da ist dann der Rechner und das ist wirklich kultig. Aha, jetzt sehe ich auch wieder die Gehäusevorderseite und das ist natürlich auch immer der Grund, warum man sowas kauft. Da sieht man schon ungefähr aus welchem Jahr. Das ist wirklich kultig und hier vorne steht dann Parcomp drauf. Wenn man sich mal anguckt, welche Mühe hier der Verkäufer oder die Verkäuferin sich gegeben hat, das Ganze zu verpacken, wirklich sehr professionell, auch richtig hier so mit so einem Schaum, mit so einem Polsterschaum. Und der PC, da war ja schon ein bisschen ramponiert und da hätten sich viele mit Sicherheit nicht so viel Mühe gegeben. Ich hatte mir hier mal so eine Xbox One gekauft und da hat der Verkäufer auch noch eine Originalschachtel weggeschmissen und hat das Ganze hier so ganz dünn verpackt in Packpapier. Also das ist wirklich ganz übel hier angekommen und der hat auch noch Sachen weggeschmissen, weil eben die Verpackung sonst zu groß geworden wäre. Aber hier, das ist wirklich richtig positiv. Und da macht so Online-Kaufen auch wieder richtig Spaß. Das ist dann der PC, der da geliefert wurde. Und ich habe eben noch mal geguckt bei eBay und tatsächlich geliefert wie bestellt bzw. wie ersteigert. In genau dem Zustand hier vorne fehlt ein Knopf und der hat auch schon gefehlt hier auf dem Bild in eBay und hier das Ganze ein bisschen verdellert und das war genauso gewesen und hier neben, jetzt erinnere ich mich wieder, die Klappe bzw. eben diese U-förmige Abdeckung, die hat auch gefehlt. Das hatte der oder die Verkäuferin auch dazu geschrieben. Das Problem bei eBay ist so ein bisschen, dass nach einem halben Jahr kann man zwar noch sehen, was man ersteigert hat, aber wenn man die Auktion anklickt, um den Auktionstext zu lesen, den findet man nicht mehr, der wird nicht mehr angezeigt. Also es gibt da keine Einzelheiten zu den Auktionen mehr. Jetzt weiß ich gar nicht, was da zugeschrieben wurde, ob der funktioniert hat oder nicht. Kann ich mir hier bei diesem PC aber sowohl als auch vorstellen. Parcomp, also die Marke, die hier auf dem PC draufsteht, die war eine Marke eben von der Firma hier Comtech Computersysteme. Das ist der Wikipedia-Artikel, Link unten auch unten in der YouTube-Videobeschreibung. Und die wurde hier 1985 gegründet und die war hier in den 90ern ziemlich führend neben Phobos und neben Eskom. Und die hatten 100 Filialen. Hier im Dezember 95 wurde die 100. Comtech-Filiale eröffnet. Und da wurden eben genau diese PCs hier verkauft. Das denke ich mal, ist hier aus den frühen 90ern. Ich gucke mir das mal an. Interessant ist hier, die ganzen PCs, ganz egal ob Phobos, Eskom oder eben auch Comtech, die sind heute irgendwie komplett verschwunden. Da findet man auch gebraucht so gut wie gar keine mehr. Diese Comtech-Filialen, die gab es im Rhein-Main-Gebiet auf jeden Fall. Wiesbaden fällt mir ein, Frankfurt fällt mir ein. Wenn bei euch auch mal eine war, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Interessiert mich mal. Teilweise gibt es eben viele Filialketten, die es nur in Norddeutschland gibt, in Süddeutschland oder eben regional. Und Comtech war meines Wissens nach eigentlich überall verbreitet. Und hier dieser PC, der sieht natürlich erstmal aus wie ein Standardprodukt, also wie ein Standard-PC-Gehäuse. Und das ist auch so gewesen. Also diese Gehäuse, wie die hier verwendet wurden, die konnte man auch so einzeln und leer kaufen. Die gab es bei eigentlich jedem Händler. Ganz charakteristisch, Anfang der 90er waren die Gehäuse, die so ein bisschen versetzt waren. Also dieses Teil, das obere Teil, ist ein bisschen nach hinten versetzt, das nach vorne und dann hat man so eine Schräge drin gehabt. Das sollte wohl dazu sein, dass wenn man eben den PC auf dem Boden stehen hatte, eben leichter sehen konnte von oben, vom Stuhl aus, vom Schreibtisch aus, wo der Ein- und Ausschalter ist und der ist hier und das ist auch ein richtiger Ein- und Ausschalter, also nicht Standby oder sowas. Das hier ist noch ein AT-Gehäuse, ein AT-Formfaktor und kein ATX, wie man das heute hat. Designmäßig ist es natürlich verglichen mit heute, 30 Jahre später, eine Katastrophe. Und
Wenn man sich das hier anschaut, das sieht natürlich alles so richtig zusammengestoppelt aus. Nichts passt so wirklich. Hier oben das optische Laufwerk, das passt irgendwie farblich nicht zu dem Gehäuse. Deswegen ist natürlich auch später alles irgendwie schwarz geworden. Zwischenzeitlich ja mal silber. Und hier auch eben der Rahmen. Da ist vielleicht eine Festplatte dahinter, muss ich mal gucken. Hier das Floppy-Laufwerk, das guckt so ein bisschen raus. Aber selbst wenn man es reinschiebt, sieht das natürlich designtechnisch eben eher gewagt aus. Also wirklich eher so do it yourself. Ich weiß gar nicht mehr genau, was hier für ein Prozessor drin ist, ob der PC funktioniert hat oder nicht. Irgendwas fällt hier drin rum. Kann natürlich sein, durch den Transport hat sich irgendwas gelöst. Ja, da hat sich was gelöst. Das hier ist die serielle Schnittstelle, die kommt wahrscheinlich irgendwo da hinten ran. Und hier habe ich noch, das sieht aus wie ein Floppy-Kabel, was hier abgegangen ist. Und hier sieht man natürlich auch, da ist eine riesen Soundkarte drin. Und jetzt fällt mir auch wieder ein, warum ich den Rechner ersteigert habe. Ich glaube, die Soundkarte war ein Hauptgrund. Das hier ist eine Soundblaster 16, eine der ersten Soundkarten oder anders gesagt, eine der ersten gescheiten Soundkarten überhaupt. Und das ist hier ein Riesentrümmer, der hier drin ist. Heute passt es alles auf einen Chip drauf. Und die Soundkarte hat ganz rechts zu sehen auch noch Anschlüsse für bestimmte CD-ROM-Laufwerke, die eben nicht IDE waren, sondern die einen eigenen Controller gebraucht haben. Die schraube ich als erstes mal raus, auch wenn ich den PC noch nicht getestet habe, nicht eingeschaltet habe. Aber das ist, glaube ich, hier auch keine gute Idee. Man sieht hier, das verzieht sich alles. Also ob das hier richtig befestigt ist, wage ich zu bezweifeln. Und da ist sie dann auch mit dem Original Staub und Dreck der letzten Jahre. Soundblaster 16 ISA, 16-Bit-Karte. Und so sehen hinten die Anschlüsse aus. Also da ist jetzt kein Lautstärkeregler dran. Und viele kennen wahrscheinlich auch die Firma Creative Labs gar nicht mehr. Soundblaster sagt wahrscheinlich vielen auch nichts mehr. Und das war mal eben ein Hersteller von Soundkarten, die wirklich groß wurden mit Soundkarten, später eben auch andere Sachen wie Grafikkarten probiert haben, Webcams, hat aber irgendwie nicht so geklappt. Auf der Soundkarte sind noch zwei IDE-Anschlüsse drauf. Einmal hier IDE-Interface, das untere, und oben hat es dann einen Anschluss für spezielle Creative oder Panasonic CD-ROM-Laufwerke. DVD-Brenner gab es ja damals nicht. Die ersten optischen Laufwerke, die rauskamen, die CD-ROM-Laufwerke, die hatten keine genormte IDE-Schnittstelle, sondern da hatte jeder Hersteller seine eigene Schnittstelle dazu gebaut. Die war auch als ISA-Karte dabei. Und hier oben, das ist ein Sony CDU33A. Das hat auch kein IDE-Interface. Und hier unten auch von Mitsumi, die ersten Laufwerke, die waren auch Non-IDE, die haben eine eigene Karte gebraucht. Als ich den PC eben hier rausgeholt hatte aus dem Pappkarton, ist mir erstmal hier so ein Abstandsbolzen entgegengekommen, beziehungsweise das ist hinten für eine Schnittstelle zum Festschrauben ganz genau. Und da ist natürlich immer wichtig, wenn man irgendwo irgendwas eben kauft, eben an PCs, erstmal vorher genau gucken, bevor man das einschaltet, weil es kann natürlich sein, dass da noch mehr von diesen Schrauben oder sonstigen Metallteilen hier in dem PC rumfallen. Eine ISDN-Karte ist hier auch eingebaut, auch noch eine ISA-Karte. Also das war auch einer der ersten ISDN-Karten, die es eben hier so gab, zumindest zum erschwinglichen Preis. Und das hier ist eben auch hier eine AVM. Die normalen AVMs, die man so kennt, das sind ja alles die PCI-Karten, die waren ja Plug-and-Play, steckte man einfach rein und fertig. Und diese ISA-Karten, die gab es auch als Plug-and-Play. Diese hier, die hat aber noch eine Jumper-Reihe, ist hier dann zu sehen. Da kann ich eben die IO-Adresse einstellen. 200, 240, 300, 340. Und hier oben steht dann genau, was es ist. Das ist eben hier diese Fritzcard, der Controller A1 3.0 FC. Das hier, das ist die Fritzcard Classic, genauso wie die da hinten. Die da hinten, die ist hier aus dem PC. Und hier habe ich nochmal eine andere. Die ist original verpackt und so wurde die damals verkauft. Da ist einmal die Fritzcard hier drüben, Handbücher, dann das ISDN-Kabel. Und hier ist auch noch eine CD dabei. Interessant ist, diese Karte hier, die ist wahrscheinlich noch ein bisschen älter und die Karten, die wurden hier anfangs eben mit Disketten verkauft, anstatt mit CD. Und später gab es ja dann die Fritzcard PCI, die war dann richtig Plug and Play und die hatte den PCI-Bus. Mal schauen, welche Grafikkarte hier drin ist. Und das hier, das ist PCI, PCI-Bus, PCI-Grafikkarte. Und so sah die aus. S3 Trio, wie das damals halt so üblich war. Ist aber in einem Top-Zustand, also wirklich ganz sauber. Liegt eben einfach daran, dass eben bei PCI-Karten diese Seite nach oben zeigt und der Staub sich da ablagert. Bei ISA-Karten, wie man die eben gesehen hat, bei der ISDN-Karte und der Soundkarte, ist es genau umgekehrt. Da zeigt die Bestückungsseite nach oben. Und hier sieht man rechts die Speicher, die RAM-Speicher. Ist noch ausbaubar. Also man kann hier jetzt nichts nachrüsten, aber voll bestückt ist die scheinbar eben auch nicht. S3 Trio 32 Chipsatz. Und das Ganze ist hier eine Spea Mirage.
V7 Mirage P32 PCI, wie es hier auf dem Aufkleber draufsteht, und man sieht da schon, das war sehr übersichtlich, da konnte man gar nichts falsch anschließen. Gab es auch damals nur einen Ausgang, den VGA-Ausgang. Ganz schön unübersichtlich, die Rechner der 90er, und da sieht man schon hier mit den Flachbandkabeln, das hier gibt ein riesiges Kabelgewusel. Prozessor ist unten rechts und das sieht so ein bisschen nach Sockel 7 aus, kann auch irgendwas anderes sein. Schaue ich mir hier gleich mal an, und die RAM-Module, die sind hier hinter den Kabeln. Da hat es dann vier Steckplätze für PS2-Module und eins habe ich schon mal ausgebaut. So sehen die dann aus. Leicht zu erkennen an der Kerbe hier in der Mitte und auf der einen Seite auch nochmal eine Aussparung hier drüben. Und dieses RAM-Modul, das ist hier vom August 1995, steht hier drauf, hat, denke ich mal, irgendein Verkäufer draufgeklebt. Auch ein Klassiker zu dieser Zeit, das ist der Wechselrahmen. Da gab es ja unzählige verschiedene von, die waren auch alle untereinander irgendwie inkompatibel. Also wenn man zwei Wechselrahmen haben wollte, die untereinander passen, dann musste man sich die direkt mal kaufen und auch vom gleichen Hersteller. Und hier, der scheint abgeschlossen zu sein, ist auch kein Schlüssel dabei gewesen. Ich habe mal geguckt, aber da passen meistens immer die gleichen Schlüssel. Und siehe da, der hat hier gepasst, den Schlüssel, den ich hier bei mir gefunden hatte. Das sieht so ein bisschen aus, als würde das hier kaputt sein und abgebrochen sein. Dachte ich am Anfang auch. Das ist aber gar nicht der Fall. Dieses Gewackel, das gehört so. Da kann man hier dran ziehen und irgendwie klemmt das ein bisschen, aber das funktioniert. Dann kommt hier die Festplatte raus und da ist tatsächlich eine Festplatte auch drin. Mal gucken, sieht so ein bisschen aus wie Quantum, was man hier sieht. Und dieser Deckel, der ist hier mit einer Feder befestigt und das gehört auch so, damit da eben kein Schmutz reinfällt. Aber so richtig schließen tut er auch nicht. Also diese ganzen Wechselrahmen waren eben alle irgendwie nicht so hochwertig. Mal schauen, was das hier für eine Festplatte ist. Und das ist ein Metallrahmen immerhin. Und es ist tatsächlich eine Quantum Fireball, wie man es damals so hatte. Und ja, die liegt da auch einfach nur drin. Das ist natürlich eher suboptimal. Die gehört hier schon richtig festgeschraubt. Sonst hat die eben ganz stark Vibrationen. Und das ist natürlich nicht gut für die Platte. Und ist natürlich meistens auch ein bisschen lauter. Das Mainboard hat einen Sockel 5. Das ist dieser Sockel hier, wie er bei Wikipedia hier gezeigt wird. Und da passen Prozessoren drauf. Pentium Typ P54C, also so klassischen Pentium 1 hier, 75 bis 120 Hz, oder auch MMX passt da auch, oder AMD K5. Bin ich mal gespannt, was hier drauf ist. Ich habe das mal alles wieder zusammengebaut, aber ohne Festplatte, Grafikkarte, wieder rein, Soundkarte habe ich auch weggelassen. Netzteil habe ich jetzt nicht getestet, aber bisher eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht mit so alten Netzteilen. Also entweder funktionieren sie oder es passiert gar nichts. Und ich schalte mal ein und ich habe hier unten nochmal einen Lüfter hingestellt. Sieht man, okay, wenn der sich dreht, da ist ein bisschen Saft da. Ah, das sieht gut aus, das funktioniert. Ich habe es vorher auch nicht getestet und tatsächlich gute Erfahrung mit alten Netzteilen bestätigt. Also diese alten Netzteile aus den 90ern, diese AT-Netzteile, die sind teilweise besser eben als heutige Netzteile, die viel leichter kaputt gehen. Da kann man natürlich auch sagen, okay, da hätte man vorher vielleicht mal nach der Wärmeleitpaste gucken sollen, aber Wärmeleitpaste war Mitte der 90er auch nicht wirklich erfunden, zumindest nicht eben bei Prozessoren für einen PC. Diese ganzen CPUs, die haben einfach nur einen Kühler gehabt oder sehr oft eben so eine Art Wärmeleitpad und das war es gewesen. Wirklich cool, die 90er Jahre Technik, die ist wesentlich besser und robuster als heutige PCs und heutige Mainboards und Prozessoren. Ich habe so viele Mainboards bekommen von Zuschauern, die sahen alle top aus. Die waren noch keine 3 Jahre alt und waren schon kaputt, da hat sich nichts mehr getan, da blieb der Bildschirm schwarz, die permanent abstürzen, und hier dieses Gerät hier, so 30 Jahre alt fast, schaltet man ein, rums, und dann funktioniert es. Man hat ja hier drüben das Gehäuse gesehen, da sieht doch so aus, als wäre es aus dem dritten Stock gefallen. Das Netzteil total schief drin und da fliegen Schrauben drin rum, und trotzdem, hier gibt es ein Bild, da habe ich ein Pentium 100 MHz, 16 MB RAM und hier Floppy Disks fehl, klar, habe ich nicht angeschlossen. Dann CMOS-Checksum, auch klar, nach der langen Zeit. Die Batterie, die ist leer, das ist ärgerlich, aber nicht ganz so ärgerlich. Das ist ein Dallas-Chip, da kann nichts auslaufen, zumindest hier unten SES-Chipsatz und das Ganze eben hier von 1995 tatsächlich. Ganz unten rechts sieht man unter dem Prozessor diesen Dallas-Chip und da ist auch hier so ein Wecker drauf.
wer immer sich das auch ausgedacht hat, da einen Wecker drauf zu machen. Und in diesem IC-Gehäuse, da ist eine Knopfzelle drin, das ist vergossen, das ist verschweißt. Also das kriegt man so nicht auf, es sei denn, man hat so ein Multifunktionswerkzeug und fräst das auf und da kommt man an Kontakte dran und kann eine Knopfzelle drauf machen. Wirklich ein bisschen umständlich. Viele dieser Bausteine, die sind drauf gelötet, das macht es noch umständlicher. Manchmal sind die nur drauf gesteckt, aber prinzipiell hat es den Vorteil, dass eben auch keine Batterie auslaufen kann, wie das vorher bei 486ern und diesen Vata-Tonnen-Akkus gerne der Fall war. Ich gehe mal ins BIOS rein und ganz klassisch, auch ganz einfach, konnte man nicht viel verstellen, konnte man nicht viel einstellen. Rechner hat einfach funktioniert. Floppy ist hier unten, die kann ich hier ganz einfach deaktivieren und dann kann ich hier noch mal gucken, aber das hat sich wahrscheinlich eh alles zurückgestellt und dann wird hier zuerst von A gebootet, dann von der Festplatte, dann CD-ROM. Ja, da braucht man eigentlich nichts umstellen. Anfang der 90er konnte man hier tatsächlich umschalten, die Taktfrequenz von 286ern, teilweise wohl auch von 386ern, aber hier bei so einem Sockel 5 Mainboard, da funktioniert das natürlich nicht mehr. Da hat man eben hier tatsächlich jetzt nur noch eben das Display und sonst passiert da nichts, wenn der Schalter überhaupt wirklich ans Mainboard angeschlossen ist. Ich habe die Festplatte mal angeschlossen, habe den Lüfter mal abgemacht. Interessant ist auch hinten der CPU-Lüfter, der ist hier in den letzten 5 Minuten deutlich leiser geworden. Ich bin jetzt hier wieder ins BIOS gegangen und hier drüben gibt es den Punkt HDD Auto Detection, das werde ich mal ausprobieren. Okay, hat auch hier eine Festplatte gefunden und da muss man eben noch einstellen, wie viel Zylinder, wie viele Köpfe, wie viele Sektoren. Und da nimmt man am besten immer hier die erste Option, da wo das Y ist. Das nehme ich auch mal. Und hier werden natürlich jetzt keine weiteren Platten gefunden. Dauert teilweise ein bisschen. Ich gucke mal, Escape, ob das funktioniert. Ja, das geht auch. Da gibt es nichts. Hier auch nichts. Und dritte Platte auch nichts. Und dann kann ich mir hier das mal anschauen. Da hat er sie hier eingetragen, hier oben. Mal schauen, ob da ein Betriebssystem drauf ist. Ich gehe hier auf Save Exit und starte mal neu. RAM-Test funktioniert auch, wobei da natürlich auch immer okay steht, wenn das RAM öfters mal defekt ist. Also 100% sicher ist das nicht. Hier gefunden, Quantum Fireball 1080A. Nö, da gibt es nichts hier. Und hier die üblichen Fehler. Da muss auf jeden Fall mal die Batterie erneuert werden und ich gucke mal, ob hier von der Platte gestartet werden kann. Ja, Windows 95 ist da drauf. Da hat jemand hier noch einen CD-ROM-Treiber installiert. Das CD-ROM hatte ich aber abgeklemmt hier zum Ausprobieren. Also wird hier kein CD-ROM gefunden. Und dann gibt es hier noch die Soundkarte, Soundkartentreiber. Windows 95 hat er letztendlich auf DOS aufgebaut und damit das Ganze auch richtig kompatibel war mit Spielen ist es natürlich sinnvoll gewesen, auch diese ganzen Treiber, die man hier eben gesehen hat, noch vorher einzubinden. Windows wurde nicht richtig beendet. Okay, das kann ich nicht gewesen sein. Das war wahrscheinlich vor 20 Jahren zuletzt jemand. Und da wird jetzt hier die Platte gescannt. Was anderes macht Windows 10, Windows 11 natürlich auch nicht. Da sieht es natürlich nicht mehr ganz so robust aus, wie hier jetzt zu sehen, sondern da wird das eben im Hintergrund dann gemacht. Und da bin ich mir ganz sicher, dass es auch die Originalinstallation zu diesem Rechner war. AVM, ISDN Controller, wurde nicht richtig installiert und das ist vollkommen richtig. Ich hoffe mal trotzdem, dass es hier weitergeht. Scheint so. Und hier kann man bei diesem Rechner auch akustisch das Ganze noch verfolgen. Also die Festplatte arbeitet, die klackert und die rappelt. Es wurde keine Maus gefunden, auch vollkommen richtig. Ich habe hier die seriellen Schnittstellen ausgebaut. Okay, die Uhr wurde sommerzeitbedingt umgestellt. Das hier ist noch das kleinste Problem. Und da gehe ich hier auf OK. So, mal gucken, ob es hier gleich einen Desktop gibt. Und da ist es schon. Und das klassische Windows 95 mit allem Drum und Dran hier. Mit ISDN-Karte, WinZip ist hier dabei, Microsoft Network ist dabei, Microsoft Outlook. Gab ja nichts anderes. Was will der Rechner hiermit jetzt sagen? Also entweder ist irgendeine Hardware-Komponente kaputt, Grafikkarte oder vielleicht stört sich es auch daran, dass irgendwas fehlt. Aber das Ganze, was hier zu sehen ist, mal gucken, ob ich es wegkriege. Oh ja, ich kann das mit Escape hier beenden. Keine Ahnung, was das sein soll. Also wer da eine Idee hat, einfach mal hier in die Kommentare schreiben. Das war mit Sicherheit irgend so ein Programm, was hier unten mitgestartet wird. Ich sehe da AOL und irgendeinen CFOS-Treiber. Ich habe mal wieder alles zusammengebaut. Unten die Soundkarte, darunter die ISDN-Karte, Maus angeschlossen, serielle Schnittstelle angeschlossen.
Und bis jetzt startet hier der Rechner auch. Bin ich mal gespannt, ob das alles hier so funktioniert, ob die Soundkarte noch funktioniert. Das wäre natürlich super. Das ist ein echter Klassiker, diese Soundkarte und hier die ganzen Treiber. Okay, ich habe vergessen, das CD-ROM anzuschließen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es funktioniert. Sollte aber eben für den weiteren Verlauf auch nicht so relevant sein. Mal gucken, ob hier ein Sound rauskommt. Und da hat Creative eben auch schon mal die Soundkarte erkannt. Ganz prima. Und da gab es ja auch eben eine Fehlermeldung mit der ISDN-Karte. Die Fehlermeldung, die sehe ich jetzt hier nicht mehr. Und Windows startet hier. Und das funktioniert richtig gut. Keinerlei Fehlermeldungen mehr. Und was man eben vielleicht auch gehört hat bei dem Windows 95 Startsound, das war ganz schön verrauscht. Wirklich cooler Rechner und soweit erkennbar auch im Originalzustand, auch wenn rein optisch, auch gerade eben wegen dem fehlenden Gehäuseteil hier vorne, das nicht so viel hermacht. Und hier hinten Netzteil auch ganz stark verbogen, aber das ist natürlich hier eine richtige Rarität. Da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das Gehäuse aus Anfang der 90er ist, so 91, 92, 93 vielleicht und der Rechner hier so von 95 dann oder 96, was man ja am BIOS sieht. Aber dennoch habe ich den Eindruck, dass das eben hier so die Originalkonfiguration ist, wie der damals eben hier bei Comtech gekauft wurde. Wer da mehr zu weiß, einfach mal in die Kommentare schreiben, wer da was gekauft hat. Schreibt einfach mal rein, was ihr da gekauft habt, wie gut es war oder wie das ausgesehen hat. Und später hatten die ein bisschen stylischere Gehäuse als das hier. Und hier oben, das sieht nicht nur krumm aus, das ist auch richtig krumm. Ja, ne, ist geerdet. Und hier drüben, also man hat den Eindruck, das Ding ist irgendwo mal aus dem dritten Stock geflogen oder sowas. Vielleicht hat einer bei Fortnite verloren, Fortnite 95. Und das Ganze kann natürlich auch aus irgendwo im Wertstoffhof sein, dass es einer in die Tonne geschmissen hat und hier hat sich's verdellert und andere hat es wieder rausgeholt. Aber ganz egal, also auch wenn das aus der Wertstofftonne kommt, das ist wirklich ein super kultiges Gerät, eine echte Rarität. Auch gerade noch, weil die Festplatte hier die Originalinstallation beinhaltet. Und das weiß man jetzt hier bei diesem Gerät wegen den ganzen Treibern, die da drauf sind, weil die Treiber ja auch hier die Soundkarte und sowas gesucht haben und die ISDN-Karte und was hat da jemand mal installiert? AOL und AOL 6.0, das kann man natürlich zeitlich auch zuordnen. Dann hier Autostart, Office Start, AVM ist eben für die Fritzkarte drin, elektronisches Personalbüro. Ja, kann sein natürlich, dass der Rechner auch mal in irgendeinem Büro eingesetzt wurde. Dann habe ich hier Fritz, dann habe ich hier ICQ 2, nö, KHK-Anwendung. Ich glaube, das war irgendeine Verwaltungssoftware. Clicksoft, das war, glaube ich, eine Telefon-CD. Dann habe ich hier Lexi-ROM, Microsoft Office und hier hat es den Netscape Communicator. Da ist man jetzt hier schon so im Jahr 96, 97 auch angelangt. Den hat man ja dann ein paar Jahre später nicht mehr benutzt. Und hier auch wieder Netscape Communicator, Nova Logic, Comanche 3. Das war ein Spiel gewesen. Brauchte man aber die CD zu. Dann habe ich hier ODBC. Dann, okay, Online-Dienste, QuickTime-Steuersparpaket. Und das Ganze ist von 95, 96. Ich hoffe, der Vorbesitzer hat da die Steuer schon abgegeben. Dann hier, was ist das? Kenne ich nicht. Video Viewer. Keine Ahnung, was das hier für ein Programm ist. Das hier, was war das? Aklon. Nie gehört. WinZip kennt man ja. Dann Zubehör. Dann habe ich hier CEvo. Sagt mir auch nichts. Und die üblichen Microsoft-Verdächtigen hier. Access, Excel und hier oben dann Outlook, PowerPoint und so weiter. Also der Rechner, der könnte entweder irgendwo im Büro benutzt worden sein oder natürlich auch privat. Beides spricht dafür. Aber wirklich super, dass die Soundkarte funktioniert. Hier in der Systemsteuerung akustische Signale kann ich mal aufrufen. Da kann man die sich ja nochmal einzeln anhören und Windows starten. Windows 95 ist das hier. Windows beenden ist hier oben. Komisch, ich dachte, das wäre ein anderer Sound gewesen, aber kann gut sein. Hier gibt es noch Standardsignal. Und dann gibt es hier eine Frage. Dann hier Hinweis. Ja, genau das gleiche. Und ja, man sieht da schon, das funktioniert richtig gut, die Soundkarte. Einwandfreie Funktion. Und der Vorbesitzer, der hat hier AOL ja installiert und scheinbar auch benutzt. Und da werden auch eigene Sounds hier eingetragen in das Windows. Und hier gibt es das klassische Sie haben Post. Sie haben Post. Dann gibt es hier noch Welcome. Willkommen. Und hier noch was. Dann hier das Goodbye. Bis bald.
Und hier Datei runtergeladen, schätze ich mal. Übertragung beendet. Ja, sehr interessant. Hier wirklich toller Rechner, toller Zustand. Auch kultig bei Windows 95, das sind die gelben Ausrufezeichen, die es immer im Gerätemanager gab. Und der Gerätemanager selber, der wurde ja mit Windows 95 eingeführt. Gibt es ja bis heute, bis Windows 10, bis Windows 11. Und hier Ausrufezeichen beim Diskettenlaufwerkscontroller, warum auch immer. Der Controller selber funktioniert, da ist halt kein Laufwerk da. Ich schaue mir mal an, was das eigentlich hier für eine CPU ist. Und siehe da, Wärmeleitpaste, vollkommen unbekannt damals, auch kein Wärmeleitpad. Und hier die CPU, die lief jetzt eine Zeit lang, aber das wird hier vielleicht maximal 30, 35 Grad warm. Also ist immer noch kalt und ein super kleiner Lüfter hat damals auch gereicht. Und das ist hier tatsächlich ein Intel Pentium. Das ist ein Intel Pentium 100. Das ist ein SX963. Die Nummer, die da rechts steht, das ist die Nummer, nach der man googeln kann. Kann man dann eben schauen, was der Prozessor ganz genau kann. Und hier außen der Rahmen, der gehört eigentlich zum Kühler und den kann man hier abmachen. Da kann man den Prozessor rausnehmen. Mache ich mal jetzt nicht, weil dieses Plastik, das wird natürlich nach so langer Zeit ziemlich spröde und da habe ich schon oft erlebt, dass hier diese Nasen abgebrochen sind, wenn man versucht hat, hier die CPU rauszumachen. Und dann hält natürlich der Kühler da nicht mehr drauf und ich drehe den mal um und so sieht der hier von unten aus. Auch hier wieder drauf vermerkt SX963. Wirklich super kultiger Rechner und auch alles original, so wie das 1995 da ausgeliefert wurde. Eben hier Parcomp und das Ganze ist von Comtech. Und ich gehe, wie gesagt, mal davon aus, dass das auch hier so der Originalzustand war, wie das eben hier verkauft wurde. Ich glaube nicht, dass da irgendwann mal umgerüstet wurde. Vielleicht kam da eben nochmal ein anderes CD-ROM rein oder so. Aber ich denke mal, dass die Platine hier original sein sollte mit dem Gehäuse. Aber wer da mehr zu weiß, wer damals sich einen Rechner gekauft hat, 95, und vielleicht weiß, dass die nicht mehr diese Gehäuse hier hatten, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Und wirklich erstaunlich, dass so ein Gerät in so einem offensichtlich nicht so guten Zustand immer noch so super funktioniert. Und das muss eben die Hardware von heute erst in 30 Jahren mal nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und schaut mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr die gezeigten Links und auch eben Links zu anderen Videos mit gleichem Thema, mit Rechnern aus den 90ern, aus den Nullern und von heute. Und wenn ihr noch Fragen habt oder eigene Erfahrungen habt zu solchen Rechnern, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Auf der Seite tooltime.de, da findet ihr über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner repariert, wie man seinen Windows 10 installiert, Windows 11, wie man Linux installiert, wie man sein Notebook auseinanderschraubt und repariert und wie man seinen Drucker auseinanderbaut und repariert und jede Menge andere Tipps und Tricks. Besucht doch mal die Seite Tooltimepedia, das ist diese hier. Tooltimepedia ist ein Hardware-Archiv und Software-Archiv aus den letzten 30 Jahren. Da findet man Hardware und Software wie Grafikkarten, wie Joysticks, Mainboards, Mäuse, PC-Spiele, PC-Systeme, Betriebssysteme, was die damals alles konnten und was die damals gekostet haben. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.